Ja, einen wunderschönen Nachmittag, heute wieder aus Amberg, heute leider bei bewölktem Wetter. Ja, heute ist ein weiterer Punkt dran aus unseren Themenbereichen. Ihr seht es schon, es geht um Fußball oder es geht um Sport, es geht um Vereine und es geht ums Ehrenamt. Da bin ich natürlich mit Leidenschaft und natürlich mit Herz dran, denn als kleines Kind habe ich schon Fußball gespielt. Die meisten kennen mich ja als Fußballer, aber ich liebe jeden Sport, egal ob das Schützen sind, ob das Tennisspieler sind, Golfer, egal. Es ist einfach jeder dabei, den ich gerne da schätze und vor allem dieses Ehrenamt betreiben. Das Ehrenamt ist kein einfaches Amt, denn es wurde leider in der letzten Zeit von der Politik, gerade zur Corona-Zeit, extrem vergessen. Es wird nur immer geredet, aber es passiert nichts. Es gehört sich, dass das Ehrenamt mehr gewürdigt wird, dass die Vereine mehr geholfen wird, gerade wenn es Probleme gibt. Und dazu muss man einfach miteinander kommunizieren, miteinander sprechen und es auch ernst nehmen. Und dafür mache ich seit vielen, vielen Jahren, gerade bei uns in der Oberpfalz, Amberg, Amberg-Sulzbach, genau diese Punkte mache ich seit vielen, vielen Jahren, egal im sozialen Engagement oder eben direkt mit den Vereinen. Wenn Probleme sind, bin ich da, wo ich helfen kann. Kommt auf mich zu, lasst uns miteinander sprechen und wir werden alle Probleme oder nahezu alle Probleme lösen können. Aber die Kommunikation miteinander ist schon mal der erste Anfang und dafür bin ich für euch da und möchte mit euch den nächsten Weg gehen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und aufs nächste Video.